Willkommen bei MG Barbecue. Gib mir ein Mu. Mu. Gib mir ein Oink. Oink, oink. Und wir geben euch Moink Boys. Mal anders. Oder so. Mal anders brauchen wir Mu, Rinderhack, Bacon, Oink, Balsamico, Mozzarella, Basilikum, Tomaten, dann leckere Schokopralinen und vom Gordon selbst gemacht die Barbecue-Soße. Dann Pinsel, Zange, Messer. Danke, Gordon. Schöne Handschuhe. Der erste Schritt ist der Rub in das Hackfleisch zum Tun und dann wird durchgeknetet und dann gefüllt. Und wie wir das machen, das seht ihr jetzt. Los geht's. Aber wenigstens passen sie. Die passen. Ey und drei. Vielen Dank schon mal. Die passen. Gut putzen. Was ist jetzt von Rapp? Was hast du da genommen? Einmal den Pit Powder Beef von Barbecue Pit. Genau, von Ankerkraut. Genau. Schleichwirkung. Und jetzt mischen wir das Ganze einfach mal schön durch, bis der Rapp überall verteilt ist. Und dann können wir schon an. Fangen zum Portionieren und dann zum Füllen. Perfekt. So, und jetzt geht's ans Formen. Jetzt haben wir 4 Stück, ungefähr gleich groß. Und jetzt werden sie nochmal richtig schön geformt, dass das Hackfleisch sich schön verteilt. Und jetzt kommt's. Fangen wir erstmal an mit den Süßen. Ich bin zwar schon süß, aber... Was nehmen wir denn für einen? Ist egal. Nehmen wir den. Einmal Schokolade einfach rein. Schön antreffen. Rein und dann schön umschließen. Und dann wird geformt. Mal schön rollen, dass auch ja nichts. Dass kein Loch entsteht. So, dass hier kein Schokolade rausguckt und auch nicht rauslaufen kann. Halt mal ein bisschen durch hier in die Kamera. Ja, so. Und jetzt kommt erstmal der Bacon rum, dann wäre der schon fertig. Dann nehmen wir 2 Streifen Bacon, also erstmal einer. Schön umwickeln. Dann nehmen wir die zweite. Zweite Streifen Bacon und einmal drumherum. Dann rollen wir es noch schön, dass sie schöne Form haben. Wäre bereit für den Grill, schön rund, mit Bacon umwickelt, keine Schokolade guckt raus, so wäre er fertig und so kommt er auf den Grill. Jetzt machen wir die anderen noch fertig. Einmal zeige ich euch noch den mit Tomatenmozzarella, Basilikum und Balsamico. Wenn das Hackfleisch aus den Fäden zieht, dann ist es schön gebunden. So, jetzt haben wir ihn schön geformt. Jetzt kommt Tomate, Mozzarella und machen wir zwischenrein ein kleines Basilikumblatt. Schneiden wir erstmal die Tomate durch die Hälfte durch. Machen das Grüne raus, der Strunk, den wollen wir nicht mitessen. Schmeckt jetzt nicht besonders. Dann da rein. Basilikum zwischen. Und jetzt eine Hälfte von Mozzarella. Schön andrücken.
Und jetzt bestreichen wir das Ganze mit Balsamico-Essig. Aber nicht so viel nehmen. Bekanntlich sehr viel Geschmack. Schön einstreichen, bisschen innen auch rein. Perfekt. Verschließen wieder. So, schön zu. Und jetzt rollen wir. Müssen wir gucken, dass hier auch nichts rauskommt, sonst läuft uns nachher eine gute Mozzarella raus und das wollen wir ja nicht. Und jetzt rollen. Das ist ein schöner runder Moinkball wird. Aber im Moment ist noch kein Moinkball, im Moment ist ein Mooball. Oh, noch. So, jetzt kommt der Bacon drumherum und dann haben wir einen Moinkball. Bacon. Schön umwickeln. Vielleicht, wenn er kriegt ein bisschen breiterer Bacon, dann wäre er schöner umwickelt, aber wir haben jetzt leider keinen dünneren bekommen. Dafür großer Handschuh. Du meinst einen dickeren bekommen? Haben wir das nicht gesagt? Nee, aber ist egal. Das ist wurscht. Die Leute wissen schon was. Genau. Dann nochmal schön formen, dass der Bacon sich anschmiegt. Und so wäre er fertig. Und so kommt er dann auf. Die der Mr. M gerade hergestellt hat. Jetzt müssen wir die ganze Sache noch grillen. Und wie machen wir das Ganze? Auf meinen Gasgrill. Den haben wir eingepegelt auf 170 Grad und die werden wir jetzt indirekt mit der indirekten Hitze grillen. Das ist bei dem Weber Q eben so, dass der in der Mitte einen Brenner hat und außen einen größeren Brenner. In der Mitte einfach ausschalten und dann sind die quasi über der indirekten Hitze. So, legen wir die vier da auf, machen den Deckel wieder zu, weil wir ja nicht so viel Gas verschwenden wollen, wir sind ja nachhaltig, gell? Jetzt warten wir etwa mal eine Viertelstunde halt ab und danach werden wir sie lasieren mit der Barbecue-Soße und dann sehen wir mal, wie lange sie insgesamt auf den Grill brauchen. Okay, 15 Minuten sind um, es ist Zeit, die Glasur aufzubringen, das erste Mal. Ah, sehen schon ganz gut aus. Man sieht eigentlich auch ganz gut, dass die alle noch zu sind. Da hat der Manuel saubere Arbeit geleistet. Jetzt nehmen wir die Barbecue-Soße und tun das Ganze schön von allen Seiten einpinseln. Schauen wir uns das nochmal an und mit Sicherheit müssen wir nochmal lasieren und dann dauert es nicht mehr lange und wir sehen uns gleich wieder, wenn die Moinkballs fertig sind. Also, schneiden wir sie mal an. Also, das ist der mit der Praline. Wunderbar, sieht man sie, dass es schön rausläuft. Dann schneiden wir noch einen mit Mozzarella an. Jetzt hoffe ich, da ist auch Mozzarella drin. Ja.
Mozzarella, Basilikum und Tomate. Ja, und dann kommt der Manuel jetzt mal vor die Kamera und dann lassen wir uns das Ganze nochmal schmecken und dann schauen wir mal, wie die auch wirklich geworden sind. So, bevor was Süßes kommt, kommt erst das Herzhafte. Genau. Boah, die sieht gut aus. Mozzarella schön verlaufen. Und ich habe die Tomate. Ich würde mal sagen, wir teilen einfach nochmal. Geil, dann haben wir Hälfte, Hälfte. Ja, leg mal hin. So. Okay. Na, Fäden zieht er auch. Also perfekt. Und? Guten. 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 Mhm. Auf jeden Fall. Gut. Sehr gut. Mit der Tomate dann mal hinterher, wenn der Käse noch im Mund ist. Auf jeden Fall mal nachmachen. Wir sind das Sünde wert, würde ich sagen. Ich hab den Mund voll. Perfekt. Also ich fange jetzt schon mal mit der Nachspeise an. Mach mal. Nee, das sind meine. Besser wie nur Käse, definitiv, ja, oder? Doch, also, definitiv. Nachbar. Okay. Runtergewürgt. Und Nachspeise, oder? Legen wir los. Und rein. Als Go-Home-Dinner perfekt, würde ich sagen. Super. Hört sich total crazy an. Praline. Aber schmeckt gut. In Hack mit Bacon ummantelt und Barbecue-Soße. Ja. Aber glaubt's mir, probiert's. Ist der Renner. Kommt auf jeden Fall, bei jeder Party richtig gut an. Macht's nach. Macht's mit. Macht's besser. Genau. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Abo da. Kommentiert und liked unseren Kanal. Wir sehen uns nächste Woche. Genau. Donnerstag, wie jeden Donnerstag, mit einem neuen Video von uns. Bis bald. Ciao. Ciao.